Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit Winifred. Und es ist heute eine der, ja, eine Episode des Standard-Let's Plays. Das würde ich eigentlich gar nicht sagen. Standard-Let's Play, eigentlich des ursprünglichen Let's Plays. Und warum ist das so? Zum einen sind die Clanspiele heute vorbei, da müssen wir gleich die Preise einsacken. Zum anderen müssen wir mal gucken. Oh, ich könnte sogar schon, wenn ich beides mal das Dunkle nehme, könnte es vielleicht sogar schon in dieser Episode reichen. Ich habe gar nicht die Maximalpunktzahl geholt. Was? Okay, gucken wir gleich mal drauf. Also, ich wollte es mal eben ganz kurz sagen, dass dieser Clan morgen, also heute ist ja der 18., also morgen werde ich die Mitglieder kicken oder beziehungsweise sie gehen ja vielleicht auch selber. Danke auf jeden Fall für die schöne Zeit. Wir haben den Clankrieg sogar gewonnen. Das ist natürlich sehr, sehr erfreulich. Und dann werde ich ein, zwei Tage Pause machen und dann werde ich den Clan wieder öffnen. Deswegen, das wollte ich euch halt nur früh genug sagen. Deswegen heute diese Folge. Morgen Clan leer. Dann warte ich ein, zwei Tage, werde es definitiv im Community-Tab ankündigen. Und dann, meine Freunde, werden wir mal sehen. So, Schatzkammer sieht eigentlich ganz leer aus, bis auf ein bisschen Bonus natürlich. Mal looken. Ich brauche hier eigentlich Gems, ne? Okay, dann nehmen wir mal Gems mit. Nehmen wir Gems mit, Bauarbeitertrank immer gut, Buch des Kampfes, kann ich auch immer gut gebrauchen. Und noch ein Buch, oh, Buch der Zauber, kann ich auch gut gebrauchen. Fehlt noch eins, ne? Ressourcentrank brauche ich nicht, Trainingstrank brauche ich unbedingt. Alles klar, haben wir hier schon also geschnappt. Wir gehen auch gleich nochmal ganz kurz eben rüber in den anderen Account. Da muss ich ja auch noch was einsammeln. Ah, ich bin nicht Erster geworden. Boa Boateng ist nur Zweiter geworden. Mit 4680 Punkten, dann der dritte Account ist nicht von mir. Das ist nur ein Mitglied, das bin ich nicht selber. Okay, ich würde mal sagen, wir können auch ruhig nochmal angreifen. Oder wir nutzen mal den Trank aus. Ja, gute Idee. Einen Bauarbeitertrank. Jetzt ist er nämlich schneller, der Bauarbeiter. Und jetzt ist es... Oh, 1 Stunde 57. Alles klar. Das sieht doch gut aus. Dann ist nämlich das Goldlager fertig. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir noch ein bisschen was finden an Loot. Ich hab gestern schon ein bisschen gefarmt. Ich habe so guten Loot gefunden. Es war unglaublich. Es war unglaublich. Ich würde aber sagen, wir machen... Oh, wir machen keinen Cut. Ich glaube, den kriege ich. Nein, den kriege ich ja nicht. Ich habe Barge ausgebildet. Wobei, das könnte... Ich will eigentlich nur das Dunkle haben, oder? Will ich das Dunkle haben? Will ich nur den Rest haben? Ah, ich hab Barge. Was soll ich denn mit Barge? Warum hab ich Barge ausgebildet? Okay, kurzer Cut. Bis gleich. Okay, den nehme ich jetzt aber mit. Und zwar aus dem Grund, was habe ich in der Clanburg? Einen Drachen, sehr gut. Weil ich jetzt hier, glaube ich, gescheit blitzen kann, hoffentlich. Das Rathaus ist mir jetzt egal zum Blitzen, aber der Rest nicht. Ja, das bedeutet, wenn ich jetzt hier nochmal hinblitze... Nein, das könnte falsch gewesen sein. Ah, nee, es passt. Es passt, alles klar. Wir haben schon mal zwei Minenwerfer zerstört. Das ist ja eigentlich das, was ich haben wollte. Damit die Minenwerfer mir keine Probleme machen. Jetzt setzen wir unsere Bartstruppen schön nach außen. Nehmen uns ein bisschen Loot mit. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Und dann muss ich gleich noch in den anderen Account. Muss man eben noch die Preise einsacken. Bei Friedenaut habe ich auch noch die Preise. Das mache ich aber nicht mehr in dieser Folge. Und nochmal Wiederholung für euch. Es wird bald wieder dieser Clan geöffnet für alle. Also seid auf jeden Fall aufmerksam. Im Community-Tab werde ich das ankündigen, damit auch jeder die Chance hat, da reinzukommen. Es gibt keine Voraussetzungen für den Beitritt. Also das Rathaus ist egal, das Level ist egal, es ist im Endeffekt alles egal. Das Alter ist egal. Ja, das ist das. Es gibt keine Beschränkungen. So, jetzt haben wir schon ein bisschen was geholt. Dunkles ist noch ein bisschen was da. Elixier ist natürlich noch ein bisschen was da. Gold ist auch noch ordentlich was da. Jetzt habe ich aber schon gleich die 50%. Jetzt habe ich gleich schon das Dunkle ein bisschen geholt. Wir haben den König noch. Ich habe ja noch einen Blitzzauber. Was mache ich denn mit dem Blitz? Ob ich den wohl noch benutzen soll? Ich glaube nicht. Also noch 102.000 Gold da. Hm. Vielleicht könnte ich von oben noch reingehen. Dem König? Wir probieren es mal aus. Vielleicht funktioniert es. Nein, eine Luftfalle. Der König soll ein bisschen tanken jetzt. Das tut er ja auch. Er tankt jetzt von dem Bogenturm. Na, der Drache schafft's nicht. Der Drache wird es nicht schaffen. Ja, mal gucken, was der König noch reißt. Schafft der König es noch bis zum Lager oder nicht? Nein, er schafft's nicht, oder? Oh, da kam noch eine Bombe. Ja, ein bisschen holt er sich noch. Ist zwar nicht viel, aber ein bisschen immerhin. 6000 Dunkles haben wir jetzt. Ich habe einige Juwelen noch bekommen. Es ist ja jetzt quasi Road Richtung 2000 Juwelen, damit ich irgendwann noch die letzte Bauhütte bekomme. Also die, ja genau, die fünfte. 266 Juwelen habe ich aktuell. Einige haben vor kurzem in diesem Clan ordentlich Juwelen rausgehauen. Und wir können noch ein Trainingstrank. 3 Stück. Sehr gut.
Was sagt denn das? Eine Stunde 13 noch. Okay, wir gehen mal ganz kurz rüber. Ich werde mal meine Truppen ausbilden. Wir gehen dann nochmal ganz schnell rüber. In den anderen Account, damit ich da mal eben schnell die Preise einsnaggle. Und wenn wir da die Preise haben, dann müsste ja in der Zeit hier alles fertig sein von den Truppen. Also, das ist doch mal eine gute Arbeitsteilung. Also, bis gleich. So, jetzt sind wir also in dem Boa-Boa-Boa-Boa-Boa-Boa-Boa-Tang-Account. Und ich habe auch noch ein bisschen Wartezeit immer noch, oder? Habe ich noch Wartezeit? Ein Tag, 42 Minuten, alles klar. Ich habe aber auch erst 782 Juwelen. Ich muss mir jetzt noch welche holen. Werde ich, wobei, dunkles? Brauche ich noch dunkles? Nee, ich brauche eigentlich kein dunkles. Wir holen uns mal Juwelen. Trainingstrank brauche ich auch nicht. Mauerring brauche ich auch nicht. Buch der Helden brauche ich natürlich. Buch des Kampfes brauche ich. Und noch das. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ja, hier habe ich noch was vergessen. Da nehmen wir Trainingstrank. Ach komm, Trainingstrank ist immer gut. Trainingstrank bringt eigentlich mehr, finde ich, als ein Ressourcentrank. Und jetzt haben wir das. So, jetzt können wir nicht mehr eben gucken. Ah, Buch der Helden ist super. Buch der Helden ist einfach nur super. 141.000 Dunkles haben wir jetzt. Ich habe ja durch den gewonnenen Clankrieg, haben wir noch ordentlich was in der Clanburg. Sehr gut, ich habe gestern noch einen Minenwerfer gestartet. Ihn hier. Den habe ich noch gestartet. Könnte ich beenden. Mache ich aber jetzt natürlich nicht. Ich könnte den Bauarbeitertrank benutzen. Wie viel habe ich denn überhaupt davon? Zwei Stück. Ich habe noch so viele Mauerringe. Muss ich auch irgendwann nochmal benutzen. Ich muss unbedingt noch die... Ja, ich muss... Im Endeffekt muss ich noch die 1000 Juwelen zusammenkratzen. Damit ich meinen Namen wieder ändern kann bald. Das ist doch so die Sache. Oh, ey. Das gibt ja gar nichts hinzu. 847 Juwelen. Das reicht ja mal so gar nicht. 848 Juwelen. Alles klar, wir machen jetzt einen kurzen Cut nochmal. Wir gehen natürlich wieder rüber. Ist ja die Original-Folge, also kurzer Cut. Bis gleich. So, sind wir zurück. Und ich habe noch nicht alle Truppen ausgebildet. Nein. Okay, hier ist noch sehr, sehr viel Zeug. Was mir auch auf jeden Fall entgegenkommt. Ja, ich werde, vielleicht schreibe ich das sogar noch in die Clan. Wobei, ich glaube, ich schreibe das nicht in die Clan-Beschreibung, wann der Clan öffnet. Ich glaube, das werde ich tatsächlich nur ins Community-Tab schreiben. Damit ihr da auf jeden Fall auf dem Laufenden seid. Und hier fehlen mir einfach so viele Juwelen, um die letzte Bauhütte zu kaufen. Ich glaube, sie ist auch nicht so notwendig. Ist sie jetzt auf Rathaus 7, glaube ich, auch noch nicht. Und wie ich einfach mal dieses Dorf nur dafür benutze, die Juwelen zu farmen. Es ist unglaublich. Das reicht natürlich jetzt hier nicht mehr aus. Aber ansonsten habe ich es echt nur dafür genutzt, um die Juwelen zu holen. Für nichts anderes. Okay, 41 Minuten. Das läuft soweit. Ein letzter Cut, Leute. Ich verspreche es, wir können ja nochmal in den Chat reingucken. Wie geht's dir? Gut. Und dir, Mami? Ja, ein paar Leute sind schon raus. Aber wir passen das mal eben an. Das Supercell, das Decke Supercell, das muss ja nie mehr rein. So, ja, komm dann. Dann machen wir eine kleine Info. Dieser Clan öffnet bald wieder für alle... News dann im Community-Tab. So. Und zack, noch ein Strichchen hinterhergelegt. So, das müsste passen. Clankrieg, wie gesagt, gewonnen. Ich bin sehr froh. Ah, das war ein harter Kampf. Aber es hat gereicht. 42. Aber, na gut, ja, ein bisschen mehr Zerstörung. Hat also funktioniert. Und, ja, da würde ich sagen, ich werde mal eben die Trypskis ausbilden. Kurzer Cut. Bis gleich, Leute. Okay, war jetzt... Die erste Suche, also das erste Mal klicken, und das würde ich sagen, das passt auch soweit. Und warum passt das soweit? Weil, guckt euch das mal an hier. 1, 2, das bedeutet einer zum Ablenken, der andere macht jetzt mal eben das noch kaputt. Hat er was in der Clanburg? Natürlich nicht. Die haben irgendwie, anscheinend haben die nie was in der Clanburg hier unten, warum auch immer. So, 2, müsste ja nicht ganz reichen, glaube ich, für die Luftabwehr. Okay, reicht auch, sehr gut. So. Wo ist denn noch was? Irgendwas noch, was mich noch bedrückt? Ja, komm, wir nehmen es noch mit. Ich meine, Elixier habe ich eh immer so viel hier unten. Die Elixier hast du echt bis hinten gegen einfach immer. Okay, Luftfeger ist noch am Leben. Das bedeutet, wir gehen auf jeden Fall von hier vor. So, ich habe nichts in der Clanburg. Warten wir noch. Warten wir noch. Jetzt hat sich der Turm drauf eingeschossen. So. Nein. Wo können wir sonst noch was hinschicken? Wenn das gleich weg ist... Ja, da noch einen hin, da noch einen hin, da noch einen hin, da noch einen hin. Ja, es wird nicht so einfach. Es wird nicht so einfach, wie ich das erwartet hatte. Aber wir könnten es trotzdem schaffen. Der ist down, der Magierturm. Alles klar, los, Leute. Kümmert euch noch um alles.
Los! Kanone noch! Okay, die Kanone fällt noch. Ansonsten sieht das doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Ah, der Magier, der Barbarenkönig hat nicht mehr genug getankt. Der hat nicht mehr genug getankt. Das einzige Problem ist jetzt echt nur der Minenwerfer. Der Minenwerfer macht mir echt noch ein bisschen Probleme. Das könnte doch zum Problem werden. Hoffentlich reicht das. Hoffentlich reicht das. Wir gehen von zwei Seiten rein. Ja, Minenwerfer wird zum Problem. Es ist noch so viel Loot da. Oh, es ist noch so viel Loot da. Wo ist der denn überall noch? Hat sich der Loot denn noch versteckt? Es ist immer noch Loot da. Es ist immer noch Loot da. Okay, jetzt. Wir werden den zweiten Stern nicht holen. Ernsthaft? Warum? Warum holen wir den nicht? 73%. Okay, sie holen sich zumindest noch ein bisschen Elixier daraus. Naja. Wie gesagt, das ist so. Vom Farm her ist das hier unten eh nie ein Problem. Also, ich werde meistens immer zu 70, 80, 90, 100% zerstört. Und da kann ich auch nicht viel gegen machen. Aber wobei, ich kann doch einen Tesla bauen, oder? Ich habe irgendwas noch nicht gebaut. Ich habe irgendwas noch nicht gebaut, weil das noch nicht in die Base passte. So, jetzt ist der Angriff vorbei. Ich richte mich mal eben in meinem Stuhl auf. So, okay. Und jetzt gucken wir mal. Wir fordern erstmal noch an. So, jetzt gucken wir mal drauf. Der ist fertig, der Kollege hier. Was kann ich denn noch bauen? Schätze dein, Armee. Hab ich auch alles gebaut. Verteidigung. Aha. Ich habe es gesagt. Noch ein Tesla. Den setzen wir aber erst einmal da oben hin, in die Ecke. Oder nee, ganz. Da oben neben den Kuchen. So, jetzt habe ich noch 968.000 Elixier übrig. Und es dauert noch 4 Stunden, 6, 4 Stunden, 5. Okay, ich nehme den zweiten Trank noch einfach. Komm. Ich habe eh genug Ressourcen, magische Gegenstände. Zack, nochmal reingeloschen. Es wird jetzt zwar nicht schneller, aber es wird ja verlängert. Also der arbeitet jetzt nicht noch schneller, als er schon vorher arbeitet, aber er ist zumindest noch 2 Stunden aktiv. Bedeutet, das hier wird noch auch relativ zügig fertig werden. Das werde ich direkt weitermachen, oder? Level 5? Ah, doch, kann ich noch... Nein, kann ich nicht. Das muss noch. Ansonsten, im Shop, wie gesagt, nein, Armee nicht. Ressourcen, habe ich noch den Bohrer, der ist so teuer gewesen. Den kann ich noch nicht machen. Verteidigung, genau. Luftabwehr noch. Oh, noch eine Luftfalle. Und ja, dann war's das eigentlich erstmal schon. Dann kann ich mich wieder um den Rest kümmern. Und wir sind am Ende von dieser Episode. Let's Play Clash of Clans von Beginn an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die nächste Episode kommt für die Mitglieder wieder einen Tag eher. Habe ich jetzt zeitlich nicht hingekriegt, weil ich es, wie gesagt, noch euch mitteilen wollte, dass der Clan halt bald wieder öffnet. Und noch was vergessen. Verbessere ein Goldlager. Yep. Kriegen wir noch. Und was haben wir noch? Stiehl 20.000 Dunkle. So viel habe ich schon. Okay. Yay. Läuft doch bei uns. 316 Juwelen, so langsam wie jetzt. Und hier ist noch ein Mauerstück übrigens. Ärgerlich, ich dachte, ich hätte alle erwischt. Okay, dann würde ich sagen, sind wir am Ende von dieser Episode. Bleibt da dabei, bis demnächst. Guckt in die Beschreibung, abonniert den Kanal, abonniert den Zweitkanal. Macht's gut. Noch einen schönen Tag. Heute kommt nur eine Folge. Arigato. Konnichiwa. Ciao, ciao.